So, hallo und herzlich willkommen zur, was ist denn das, die 247, ich glaube 47, ist egal. Project on Step 3, das letzte Mal haben wir hier dieses komische Ding gebaut, weil, ja, es, ja, anscheinend nicht ging, dass dieses, wie heißt es nochmal? Cry of the Eternal Soul, funktioniert nicht. Es sei denn, wir stehen in der Nähe und das ist doof. Na gut. So. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen durchlaufen lassen und habe noch die Demonic Slays gemacht. Ich habe auch hier unten schon mal Sound offline gestellt, weil das mich genervt hatte. So. Und zwar wollten wir ja Capacity Rooms machen. Die da. Ich bin doof, ne? Bin doof. Egal. Machen wir das jetzt eben schnell. Mensch. Hab vergessen, es tut mir leid. Ich wollte mal gucken, habe ich mir eigentlich das hier... Warte mal. Ich habe mir nämlich mal eine Zeichnung angefertigt, wie ich das machen möchte. Aber... egal, nee, ist egal. Und zwar haben wir uns überlegt, wie wir es automatisieren wollen. Also praktisch so diese grobe Idee, die habe ich mir nochmal aufgemalt gehabt. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich die hingemalt habe. Also wo ich das Ding jetzt hingepackt habe. Na gut. Geil. Irgendwie, gestern ist das Ding wesentlich voller geworden. Das ist gar nicht so gedroppt wie jetzt. Komisch. Also wie gesagt, wir müssen ja dann eh nochmal ein bisschen Runen tauschen. Dass wir das alles mal irgendwie unter einen Hut kriegen, ja. Also wir machen jetzt erstmal den Altar fertig. Die Musik erscheint mir gerade irre laut. Kann aber auch nur jetzt an mir liegen, keine Ahnung. Ja, dass wir den Altar schon mal fertig haben und dann sollten wir. Ich weiß halt noch nicht, womit wir anfangen wollen. Im Endeffekt müssen wir ja nur die Logik fertig bauen. Die Rezepte, dann ist ja das Einfachste. Machen wir es so. Ich hatte noch ein Build Slates. Wirklich? Okay. Das wusste ich jetzt nicht mal. So, 5, 6, 7, 8. Superior Capacity. Ah, jetzt habe ich reingefluppt. So. Ich brauche natürlich. Verdammt. Falsch. Falsche Siegel. Das da. Okay. Moment. Hatte ich hier hinten ein... Nö. Hatte ich hier ein... Nö. Da. Ist noch der Archmage. Nehme ich mal den Archmage mit. Da lang. So. Okay. Einmal bedacht. Wunderbar. Das Ding. Ich weiß auch nicht irgendwie. Es ist hier gerade kein Baum. Was ist denn hier gerade? Mensch. Sollte eigentlich kein. Das geht in die Frenzy. Ich weiß nicht, was das jetzt war und warum es war. Aber es war. So, Superior Capacity. So, jetzt können wir über das Doppelte drin haben. Sollte ein bisschen was uns reichen. Sollte uns das Brot wahrscheinlich reichen, keine Ahnung. Ich mach mal ganz kurz diesen da, dass wir die Speed Rune auch nochmal gleich schön verteilen.
Das heißt, da eine, da eine, da eine, da eine, da eine, da eine, da eine. Achso, die ist ja hier. So, okay. So, und dann muss das Paket jetzt hier überall hin. Das heißt, wir können hier noch 5? 15. Okay. Ne, Moment, ich habe noch eine. Warum habe ich noch eine? Achso, weil das Ding. Okay, also 14. Rune of Sacrifice. Okay, jetzt ist es gerade wieder ein Baum. So, einmal 14. Okay. Dann sollte es uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Boost hoffentlich geben für das ganze Ding. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schnell es ist. Also das ist praktisch jetzt die Idee. Im allergrößten Notfall sollte es nicht reichen. Wäre es ja kein Problem, wenn wir noch einen Tier 5 Altar draus machen. Brauchen wir ja nicht. Ja. Lass mich verlaufen. Du hast das Gras darunter gegessen. Du blödes Vieh. Mensch. So. Ich glaub's ja wohl. Frisst das einfach das Gras da weg. Schlimm. So. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie wir es am besten machen wollen. Theoretisch, das ist ja eh die Automatisierwelt. Das heißt, wir können es ja auch hier oben hinpacken. Wir brauchen... Muss ich gerade überlegen. Wir brauchen 4. Wie gesagt, ich hatte den Zeichen. Moment, ich mach's mal so. Also, Kiste. Stellt euch vor, das ist eine Kiste. Stellt euch vor, das ist ein Comparator. stellt euch vor, hier ist ein Endgate mit einem Seiteneingang. Stellt euch vor, hier ist der Output. Stellt euch vor, hier ist dann, oder beziehungsweise entweder hier oder hier ist dann praktisch der, wie heißt's? Das Ding, was aktiviert, das praktisch aus der Kiste das Zeug dann raus darf. Beziehungsweise welcher Translocator dann von dem Ding hier was wegnimmt. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich so diese Reihe. So, das bauen wir dann alle 2. Und wir brauchen 4. Das heißt, wir haben... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sieben mal, jetzt bin ich gerade zu blöd zu rechnen. 7 mal 4, 5, 7 mal 5. Also ich will es halt nicht mit Wireless Redstone machen, das ist doof. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken. Wir kommen 4 Blöcke mit dem Translocator. Transvector Interface. Das heißt, wir könnten es nach hier hinten verfrachten. So. Könnten es auch hier davor drunter bauen. Es müsste vielleicht reicht das sogar noch. Das Problem ist, wir brauchen halt von dem Translocator brauchen wir 4 Abzweige oder wir bauen. Das könnten wir natürlich auch machen. Wenn wir 4 Transvector Interface auf dieses Ding packen. Huch. Also angenommen, wir machen das jetzt. Die sind ja nicht so schwer zu machen. Also das ist ja überhaupt nicht das Problem. Wenn die bis nach da unten reichen, das heißt, wenn sie nicht bis nach da unten reichen, wir haben 4 Möglichkeiten, damit zu interagieren. Und wir müssen theoretisch aus nur einem von allen rausnehmen. Müssen wir testen, ob das geht. Also... Nach Hause.
Und wir testen jetzt mal ein bisschen. Also Arcane Stone. Ender Pearl. Ich bin im falschen Crafting Table. Ender Pearl. Arcane Stone. Gott, meine Base leckt aber auch einfach. Redstone. Lapis Lazuli. Wie sieht es eigentlich mit Shards aus mittlerweile? Immer noch blöd. Na gut, Zero geht ja immer wieder aus. Haben wir überhaupt noch welche? Ich dachte, jetzt können wir viel machen. Wir haben noch welche. Okay. So, also angenommen, wir machen jetzt mal 4, dass wir praktisch für jedes Ding separates Teil haben, dann brauchen wir gar nichts im Endeffekt so sehr zu regeln, ne? Also wir machen ja den Output praktisch an den 4 Dingern. Ja, stimmt, der Input ist ja... Nee, der Input regelt ja im Endeffekt das Rausnehmen. Das sind ja die Rausnehmen-Interface. Stimmt, ich bin doof. Reintun tun wir es ja global. Ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen was überdenken, denn ich bin mir da noch nicht ganz so sicher mit meinem System. Wo ist jetzt der Transvektor? Okay. Probieren wir mal. Erstmal, wie weit wir kommen und dann, ob wir mehrere linken können. Kommen wir nur noch hier. Achso. It's too far away. Okay, ist immer noch zu weit weg. Das ist doof. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich... Das hier können wir ja wegnehmen. Das heißt, wir gewinnen noch eine Ebene mehr. Das Problem ist halt, wir dürfen kein Redstone-Signal hier an den Drill of Death übergeben, sonst haben wir wieder ein Problem. Das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig gerade. Oh, ich mich jetzt verjagt. Oh Gott. So. Mach's mal so. Wenn wir die hier hin basteln. Wir haben halt kaum Strecke, um es zu nutzen. Ich meine, im Notfall bauen wir sie halt wirklich oben hin. Das ist ja auch egal. Wenn praktisch dann hier 4 Transvektor-Interface stehen. Das ging ja auch nicht. Geht das? Ist auch zu weit weg. Nicht wahr. Das ist das nächste, wo wir ran können. Also wir können auf jeden Fall den Radius nehmen, okay. Können wir auch noch nach unten ein? So mal rein. Von der Theorie. Ist ja auch gar nicht... Das ist trotzdem noch mitten im Raum. Nee, dann möchte ich es gar nicht da haben. Ich möchte es halt nicht unbedingt gerne hier oben haben, die ganze Technik, aber ist ja im Endeffekt... Im Endeffekt ist es total geil. Das Problem wird, wenn ich es hier hinterpacke, dann müssen wir mit dem Kabel einmal hier durch. Und auf der anderen Seite raus und hoch. Was mir zu viel Kabel ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur nicht, ob ich es hier vorne hinbauen möchte, weil das sieht dann auch wieder scheiße aus. Dann ist jetzt einmal alles so schön gebaut. Können wir vielleicht... Moment. Wir brauchen ja alles kompakt. Wir brauchen die Kisten. Als Eingangssignal mit dem Comparator. Dann müssen wir diese Kisten entleeren.
Das heißt, wir brauchen da eigentlich eh. Ich glaube, ein. Ah, verdammt. Das ist doof. Okay, ansonsten. Folgendes. Wir machen das. Haben wir es an Seiten. Jetzt auch nicht so wild. Ich baue jetzt mal so ein bisschen auf, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Wir können ja hier theoretisch, das Ding geht ja über Eck. Das heißt, wir können hier praktischer sagen, wir haben eine Inputkiste, über die wir praktisch dann von hier rausnehmen. Und diese Dinger steuern wir halt mit dem Redstone an. So, das Redstone kann ja hier so ein bisschen seitlich kommen. Ist ja egal. Oder jetzt muss ich gerade überlegen. Achso, stimmt, wir haben ja noch das Endgate dazwischen. Ah, vergessen. Das heißt. Das wird auch nichts. Wir müssen ja hier mit dem Redstone-Signal dran. Das heißt, wir bräuchten hier ein Gate. Wir brauchen aber noch das Signal von hier dem Ding, ob da was drin ist. Ich meine, das können wir mit Wireless machen. Machen wir wenigstens eine Sache mit Wireless, weil sonst komme ich wahrscheinlich nicht klar. Dass wir das Comrader-Signal von dem Ding anders abgreifen. Dann rette ich mir das. Und dann bin ich jetzt am Überlegen. Wir könnten die Kisten hier hinpacken. Also praktisch eine hier, eine da, eine da, eine da. Dann müssen wir aber trotzdem mal das Kabel bis ganz nach hinten legen. Wenn wir es hier hinpacken, müssen wir das Kabel nicht ganz so weit legen. Ich weiß trotzdem nicht. Gefällt mir alles nicht so. Ich möchte die Dinger nur gerne beisammen haben, dass wir praktisch die Outputs so kompakt wie möglich machen können am Ende. Wir können ja mit Hilfe vom Translocator praktisch ja hier. Hier haben wir dann praktisch den Output von dem Ding rausnehmen, die dann halt ja gesteuert werden. Das heißt, wir können die Dinger ja auch in einem Dreierabstand stellen. Das ging ja auch. Ich möchte es halt nicht auf eine Seite bauen, weil sonst sieht das wieder asymmetrisch aus und das ist kacke. Weiß nicht, ob das überhaupt so einer sieht wie ich, aber ich will nochmal ganz kurz was anderes testen. Das sollte ja auch gehen. Ja, okay. Also, wir hätten dann Kiste, Kiste. Und dann hatte ich mir noch irgendwas aufgemalt hierzu? Nee. Das wären die Outputs, die können wir ansteuern. Das heißt, wir bräuchten jetzt. Ich mach mal die Endgates. Wir bauen schon mal alles fertig, was wir brauchen. Ist vielleicht besser. Endgate. Huch. Nehmen. Ohne NAND Gate. Oder? Ja klar, negierter Ausgang, oder? Oh Gott. Ja, das wird noch lustig, sage ich euch. So ein Mensch. Redstone. Redstone Blöcke. Gucken wir mal ganz kurz. Ein Signal, zwei Signal, drei Signal, aus. Okay, also wenn alle Signale praktisch da sind, wäre es aus. Andernfalls wäre es an. Also wir brauchen doch ein Endgate. Entschuldigung. So, okay. Wir brauchen ein Endgate, wo wir halt im Endeffekt ja sagen müssen, Input, Input, Input. Also im Endeffekt nur Input, Input. Quark, wir brauchen kein Endgate.
brauchen was anderes. Wir brauchen eine State Cell zwischendrin. Ich habe das komplett vergessen. Wir müssen die State Cell switchen. Oder? Weil das Problem an... Das klappt so nicht. In meinem Kopf, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Es tut mir leid. Wir haben ein Input-Signal. Dieses Signal kommt vom Comparator und sagt uns, hey, in der Kiste ist was drin, du sollst jetzt das craften. Das müssen wir in eine State Cell bringen. Das heißt, wir brauchen noch einen Zwischenschritt. Das heißt, wir brauchen noch einen Block mehr. Das ist eine State Cell, die dann getoggelt wird im Endeffekt. Und diese State Cell müssen wir dann rücksetzen, sobald das Ding leer ist. Das heißt, wir müssen den Output negieren. Also praktisch, anstatt, jetzt komme ich schon mit 0 und 1, anstatt Signal, kein Signal. Das heißt, wir haben einen Comparator dran. Wenn ein Comparator sagt, kein Signal, geben wir Signal. Das Signal geht an die Dinger ran, tut die einmal toggeln und Ende im Gelände. Müssen wir nochmal ganz kurz in den Toggle gucken. Haben wir noch einen Toggle? Nein. Toggle. Ja. Ach Gott, das wird ein schönes Gecraft hier. Aber wir haben keine Dinger mehr davon. Warum? Ups. Machen wir mal ein bisschen was. Verdammt, ich habe komplett vergessen, dass ich das Zeug speichern muss. Verdammt. So, Toggle Latch. Im Endeffekt, Toggle Latch haben wir hier. Wenn so ein Signal kommt, Schalter legt sich um. Wenn so ein Signal kommt, also beziehungsweise geht, keine Ahnung. Und hier. Ja, sei dann wir Output oder kein Output. Das heißt praktisch, wenn es das Signal weggeht und nochmal kommt. Also ich das Ding. Ist aber auch nicht, was ich will, oder? Ich glaube mit State. Oh Gott, das ist einfach viel zu lange her. Ne. Blue Power. Doch, mit Leerzeichen. Ich mach's immer wieder falsch. Also, was braucht man für eine Schaltung? OR-Gate brauchen wir nicht. OR wär bescheuert. Mit OR bekommen wir entweder das eine oder das andere Signal. Das heißt, sie werden immer an. RS-Latch. Pulseformer, Multiplexer. Multiplexer brauchen wir nicht. Randomizer brauchen wir auch nicht. Toggle-Latch steht hier. Transparent Latch. Comparator, Light Sensor. Digital Wireless Transceiver. Immer noch disabled temporary. Okay. Es ist, wie gesagt, es tut mir jetzt leid, wir müssen. Aber ich hab ja gesagt, was heißt, mir tut's leid? Ich hab's euch ja gesagt. Ich hab euch ja gesagt, wir experimentieren jetzt hier ein bisschen rum und gucken mal, wie wir das automatisiert kriegen. Hallo? So. Geh weg. So. Das Ding ist ja so, wir haben die Situation. Jetzt kommt das Ding. Was latscht hier alles rum? Und warum geht ihr auf dieses Ding? So. Redstone-Signal kommt, wir schalten das um. Das ist im Endeffekt ja wie ein Toggle-Latch. Ah, nee. Das ist nicht wie ein Toggle-Latch. Mit dem Unterschied, dass der Ausgang disabled wird. Der jeweilige. Okay, gut. Alles klar. Beim Toggle-Latch, ich kann es dir nochmal ganz kurz zeigen. Wenn wir es hinmachen und wegmachen, ist der Ausgang wieder aus. Das heißt, wir können ein neues Signal draufgeben. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen, dass der Ausgang gesperrt ist, bis
beispielsweise wir ein Rücksignal senden. Das heißt, wir haben den Toggle Latch in einem, den normalen Latch in einem State. Das ist jetzt beispielsweise, keine Ahnung, sagen wir mal, dieser Output hier entscheidet dafür, dass wir jetzt praktisch hier was rausziehen. Das heißt, wir aktivieren damit was. Dann haben wir hier im Endeffekt einen Out-Input-Regelung. Deswegen brauchen wir gar nicht. Das heißt, wir haben die beiden Dinger. Wir werden das muss ich gerade überlegen. Die Kiste kommt, aktiviert. Bleibt aktiviert. Das heißt, wir brauchen einen Comrade, der im Endeffekt sagt, ja, die Kiste war an. Was futtern. So. Sobald dann der Altar ankommt und sagt, ja, hey, ich bin leer. Ich habe nichts mehr, da kommt nichts Neues rein. Pop. Deaktivieren. Also es war jetzt andersrum. Das hier muss der Altar sein, da brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir das ein Ding gar nicht. Damit können wir es übrigens komplett deaktivieren. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Ich nehme mal Hebel, das geht vielleicht leichter, als die Blöcke immer mit wegzuklappen. Also, wir haben hier hinten, habe ich noch eine Glowstone-Lampe? Nein. Die ist ja auch Redstone-Lamp. So. So, also, wenn die Lampe an ist, dann droppen wir Zeug. Moment, nochmal. Wenn die Lampe an ist, dann ziehen wir Zeug raus aus dem Altar. So, mal gibt's denn. So, das hier ist unser Input, unser Comparator von der Kiste. Das heißt hier praktisch, wir haben Items in der Kiste. Okay, wir wollen jetzt den Output aktivieren. Wir legen den Schalter um. Also beziehungsweise geben einen Impuls oder vom Comparator kommt halt ein Signal. Es aktiviert das Ding und wir haben einen Output zugeschaltet. Die Kiste ist dann aus, wie zum Beispiel der Lever hier. Das heißt, wir haben nichts mehr in der Kiste drin. Das ist dem Output aber erstmal egal. Das Ding macht weiter. Und dann, sobald der Altar leer ist, sobald wir nichts mehr im Altar drin haben, dann kommt hier ein, also das invertierte Signal praktisch. Also wir gucken mit dem Comparator, ist was drin? Achso, konnten wir gar nicht gucken. Da war ja was. Wie messen wir das? Hatte ich das vollkommen vergessen, mir zu überlegen? Also wir brauchen halt irgendwie ein Signal, dass das Ding leer ist. In dem Fall machen wir einen Computer. Ja, damit resetten wir das. Und da kann das Ding hier an und aus sein, wie es will. Keine Ahnung, es ist jetzt nichts mehr, es ist jetzt wieder was drin. Es ist egal, das Ding ist aus. Das funktioniert. Das heißt, wir brauchen RS Latch. Und zwar 4 Stück. So. Der kann weg. Der kann weg. Achso, wir brauchen nochmal hier. Moment, da habe ich doch was gemacht. So, okay. So, ich sehe gerade, die Folge neigt sich auch wieder dem Ende. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Wir haben ja wirklich nicht so viel gemacht. Außer hauptsächlich planen. Gehört aber auch mal dazu, zu dieser Planprozess. Das haben wir beim Tor, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Das heißt, wir haben hier praktisch die Latches. So. Wobei das dann auch so nicht funktioniert, dann kann ich nur zwei machen, weil wir haben hier. Ich habe vor, hier in der Mitte das Signal vom Dingens anzuklemmen. Genauso hier. Das heißt, wir bräuchten hier in der Mitte mindestens zwei oder drei frei. Weil das, die beiden Dinger hier sind ja nicht ein derselbe Output. Und dann geht es praktisch einfach da dran.
Dann hätten wir das. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Das heißt, wir müssen es halt doch ein bisschen trennen. Geht halt nicht anders. Das heißt, eins hier, eins drüben. Ein Paket. Ach, da können wir den noch da lassen. So. Das heißt, hier haben wir da noch. Ach, ist egal, mach ich dann. Ja. Okay. Das heißt, wir brauchen noch eine Möglichkeit, von dem Dingens ein Combo-Raider-Signal zu kriegen. Ich glaube, gab es da von Sangyu Manasi nicht irgendwas? Blaze Chasing to Alter. Warte mal, Delving. Darkness. Ah, oh, das ist cool. Nicht Rituals. Blocks. Altar-Emitter. Is the answer of the first stage of automating blood altar? This block can set to check the blood altar for a given amount of life essence. Emit redstone signal when the set amount is reached or passed. Achso, ne, das brauchen wir nicht. Divider. Das ist auch geil. Wenn wir den Altar-Divider machen, dann sind wir auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite und wissen, es muss genügend Blut drin sein. Und wenn wir dann immer sagen, ja, pack immer nur ein Item in das Ding rein, dann wird das Ding ja immer gucken, ist genügend Blut drin für das. Das ist eigentlich genial. Das klingt nach einem Plan. Blood in the face. Ein Altar-Manipulator. Nein. Ach so, Moment. Das Ding war ja. Moment. Okay, also wir bräuchten das Ding dann wahrscheinlich. Weil ich glaube, das hier ging ja nur mit. Items are placed in rear right click. Und hier haben wir dann hoffentlich die Möglichkeit, dass. Ja. Ne, Moment. In order to take any. Ist falsch. Oh Gott, ja, da muss ich schon mal gucken. Das Ding war's. Genau. Manipulate only accept item in its input slot if the. Huch. If there is a blood altar directly under it with enough life and required tier to craft the item in its upgrade, it will then pick up the item once the crafting is done and hold onto it until it is taken out. To make sure the item inserted is processed only once and not until it has reached its maximum. Oh! Das ist auch geil. Ich glaube, ich habe eine Lösung für all unsere Probleme gefunden. Da ja alles mit Stages ist, machen wir praktisch die ganzen Zwischenstufen. Das heißt, wir können nicht direkt eine Reinforced Slate machen, wir machen eine Blank Slate und aus der Blank Slate eine Reinforced Slate. Mit dem Ding soll das funktionieren. Gucken wir mal. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben wahrscheinlich schon wieder viel zu viel überzogen. Altar Manipulator. Okay. Ja, das Ding werden wir dann machen und dann gucken wir mal. Dann brauchen wir nämlich, dann können wir die Interface, brauchen wir dann gar nicht. Wir brauchen ein Interface. Fertig. Mensch, es wird einfach. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es automatisiert. Yay, noch einfacher, als ich gedacht habe. Wow, ohne komplizierte Schaltung. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.